Und als vorerst letzter Redner in dieser Debatte rund um die Neuwahl der Rechnungshofpräsidentin am Wort, Kaijan Greiner, Finanzsprecher der SPÖ. Es haben sich die Mitglieder des Hauptausschusses, zumindest jene, die es für wert befunden haben, daran teilzunehmen, sich ein Bild machen können von 8 Kandidatinnen und Kandidaten. Und meiner Meinung nach waren 4 bis 5 durchaus geeignet, Präsident, Präsidentin des Rechnungshofs zu werden. Und ja, auch ich war wie viele hier in diesem Haus der Meinung, dass der Steger der Beste gewesen wäre. Aber wie wir relativ schnell lernen oder lernen sollten, ist, Demokratie hat nicht etwas mit Recht haben zu tun, sondern auch mit Mehrheit haben zu tun. Und nachdem sich keine Mehrheit für Steger hier gefunden hat, haben wir Sozialdemokraten gesagt, wenn der Beste keine Mehrheit hat, dann schauen wir, dass die zweite Beste eine Mehrheit hat. Und die Kollegin Kracker ist sicher geeignet, genauso auch wie die Kollegin Kickinger oder auch andere geeignet werden, das Amt auszuführen. Für mich war das Hearing vor allem deswegen erfolgreich, weil es gezeigt hat, dass es durchaus eine Reihe von Persönlichkeiten gibt, die sehr unterschiedliche Schwerpunkte haben, eine unterschiedliche Biografie, aber geeignet sind für dieses Amt. Insofern sehe ich das nicht negativ, das Hearing, sondern sehr positiv. Ich möchte ein paar Sachen zurechtrücken, die hier, glaube ich, vollkommen unnötigerweise in diese Debatte gefallen sind, an Untergriffen, an Vorwürfen, die meiner Meinung nach eigentlich nichts verloren haben in einer zivilisierten Debatte, gerade wenn wir daran denken, wie zivilisiert das Hearing abgelaufen ist. Wenn der Kollege Zanger sagt, der Steger würde sich ex post prüfen, dann muss er ja wissen, dass Steger fast seit 3 Jahren nicht mehr im Finanzministerium ist, sondern im Rechnungshof, und der Rechnungshof überprüft ja nicht den Rechnungshof. Das heißt, der hat diese Situation nicht, sein Vorgänger hatte schon das Problem, weil der war ja Geschäftsführer der Schick, unmittelbar bevor er Rechnungshofpräsident geworden ist, und prompt wurde auch seine Zeit überprüft, dass er Präsident war. Also wenn es hier einen Vorwurf gab, dann an seinen Vorgänger, aber nicht an den Steger. Genauso dem Steger vorzuhalten, dass er in einem Regierungsbüro war, das ist mehr als 20 Jahre her. Ich meine, da kann er sich selber schon gar nicht mehr überprüfen. Und da gibt es eine Reihe, auch hat mich ein bisschen gestört, die Kollegin Schittenhelm, die gemeint hat, die Kollegin Moser kann doch nicht mehr Vorsitzende des Rechnungshofsausschusses sein, wenn sie die Präsidentin nicht unterstützt. Vor 12 Jahren hat der Kollege Kogler hier am Rednerpult sich gegen den Moser ausgesprochen. Trotzdem hat uns die Geschichte gezeigt, auch Kogler, der nicht unterstützt hat, den Moser, und Moser konnten sehr gut zusammenarbeiten. Das heißt, man sollte mit diesen Vorwürfen vorsichtig sein und auch den Grünen vorzuwerfen, sie reden nur über Frauenförderung und tun es nicht. Ganz ehrlich, sie haben in etwa immer 50% Frauen hier im Parlament, und wenn man sich auch anschaut, wie Landesregierungen und so weiter von den Grünen besetzt werden, ist es nicht so, dass sie nur darüber reden und nicht handeln. Und ich glaube, in einer Debatte wie hier im Parlament sollte man nicht auf diesem Niveau agieren. Zum Abschluss, ich glaube, die Kollegin Kracker wird das gut machen. Sie weiß, sie muss natürlich jetzt beweisen, dass sie unabhängig ist. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die ersten harten, strengen Prüfungen gegenüber der Steiermark sein werden und gegenüber einem ÖVP-geführten Ressort. Und das ist natürlich eine Nagelprobe für sie. Das ist bei jedem Rechnungshofpräsidenten, bei jeder Rechnungshofpräsidentin so. Und wir werden sie hier unterstützen, und wir wünschen ihr viel Erfolg. Und uns, ganz wichtig, es sollte uns alles ein Anliegen sein, dass der Rechnungshof gut funktioniert, weil das ist eines der wichtigsten Organe, die dieses Haus hat. Dankeschön.